Jetzt, Robby hat sich das erste Mal mit dem Schlucki festgefahren. Und gleich mal ist der Hashikashi rausgekommen, oder wie das Teil heißt. Und schwuppdich ist das wieder frei. Siehst du? Ja. So, wir verfolgen gerade einen Robby. Der muss irgendwo da vorne sein. Der ist uns gerade entfleucht, weil wir die Kamera rausgeruschelt haben. Ja, und so schaut es halt mal aus, wenn man durchs Gelände fährt. Das ist Wald, kein Gelände. Da ist die Sperre nicht drin. Ey! Na, ganz toll. Das hast du aber da ganz toll gemacht, Robby. Anlegen. Jawohl, so muss das ausschauen. Jetzt wird es hier funktionieren. Wunderbar. Das Ziel der Sache ist, dass der Robby zwischen den zwei Beinen da durchtrifft. Bin ja gespannt. Ich bin auch gespannt, was passiert, wenn ich jetzt auslasse. So, Moment, der steht hier ganz normal. Aber wenn ihr hier die Schräge der Bäume anschaut, dann wisst ihr ungefähr, wie steil das ist. Das ist es, wenn die Bäume im Wald zu dicht stehen. Ja, genau. Dann stören sie sich gegenseitig, die Bäume. Oder uns. Komm, wir holen dich schon wieder raus. Genau, das ist doch Mann. Nicht weiter zurück. Schön, jawohl, schön auf dem Stein oben. Ah, fuck. Ich bin aber vorbei. Du bist vorbei. Vorbei. Jawohl. Und. Na gut. Müssen wir. Bin nicht raus. Ich bin gespannt, ob es dann rein müsste gehen. Ja.
So, wir haben hier genau 30 Meter überwunden, haben dafür eine Dreiviertelstunde drauf. So, während die Jungs Auto reparieren, darf ich Kaffee kochen. Fachmännisch haben sie das Rad abmontiert und das Rad als Hebebühne verwendet. Geil. Und auf. Ja, okay. Ein Versuch war es wert. Es bieselt. Das ist halt das Schöne da, gell? Da kannst du halt rumeiern, rumdüsen, ohne Ende.